Deutschland fährt wegen der Corona-Pandemie abermals den Betrieb herunter. Doch anders als im Frühjahr ist es diesmal nur ein Lockdown-Light. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstands erlaubt. In jedem Fall mit maximal 10 Menschen. Verstöße dagegen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Schulen und Kitas bleiben geöffnet, allerdings sollen die Länder weitere Schutzmaßnahmen treffen. Die Geschäfte dürfen weiter öffnen, aber der Zutritt wird streng gesteuert. Warteschlangen müssen vermieden werden, pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde aufhalten. Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt bleibt aber die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Die Bürger sollen auf private Reisen und Verwandtenbesuche verzichten. Übernachtungsangebote im Inland darf es nur noch für notwendige Zwecke geben, nicht mehr für touristische. Kinos, Theater, Opern und Konzerthäuser werden geschlossen. Dies gilt ebenso für Messen, Freizeitparks, Spielhallen und Spielbanken, Bordelle, Sportstätten und Fitnessstudios. Tattoo- und Massagestudios und ähnliche Einrichtungen bleiben geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien bleiben weiter möglich. Auch Friseure dürfen unter Einhaltung der bestehenden Auflagen öffnen. Die Arbeitgeber müssen dafür sorgen, ihre Mitarbeiter vor Infektionen zu schützen. Jedes Unternehmen muss ein Hygienekonzept umsetzen. Wo immer möglich, soll Heimarbeit ermöglicht werden.